Also wir sehen schon, wenn wir Windräder benutzen wollen, dann brauchen wir mega viele. Also nicht mal für die drei Turrets reicht das mit vier Windrädern. Das ist schon eine ganz schöne Ansage, wenn ich... Moinsen und herzlich willkommen zurück zu unserer kleinen, aber feinen Osterüberraschung. Und zwar Factorio mit Mods, meine lieben Freunde. Beim letzten Mal sind wir auf diesem seltsamen Planeten, auf dieser seltsamen Map gestrandet, wo einfach alles anders ist. Man kann es nicht anders sagen. Ja, es ist anders, ist das, was es am besten beschreibt. Ja, anders ist alles anders. Wenn ihr das hier feiert, dass wir uns Factorio mit Mods reinziehen, unter anderem die Castorio-Mod oder die Space-Exploration-Mod, lasst gerne einen Daumen nach oben da, schaut gerne in die Playlist rein, die ist am Anfang des Videos rechts um die Ecke verlinkt oder am Ende. Ihr könnt gerne in die Kommentare schreiben, was ihr von meiner Mod-Auswahl haltet, was ihr so davon haltet, wie noobig ich mich schon wieder anstelle. Und ihr könnt auch gerne schreiben, was ihr davon haltet, dass wir schon wieder eine neue Technologie erforscht haben. Genau, wir müssen unbedingt hinkommen dazu, dass wir effizienter Strom erzeugen können. Und deswegen ist die Kraftstoffproduktion jetzt das nächste, was wir uns mal vornehmen. Was wir uns hier mal zur Brust nehmen bei der Erforschung. Und ihr seht, ich habe mal ein bisschen meine Anlagen hier ausgebaut, ein bisschen erweitert. Das Befüllen mit Kohle geht hier oben jetzt schon mal automatisch. Ja, und auch die Anlagen hier unten, die Erzförderanlagen werden automatisch befüllt. Damit kriegen wir jetzt einen Zustrom an Eisenplatten schon mal. Habe ich schon mal die noobigste Geschichte hier, die habe ich jetzt schon mal hingekriegt. Und hier oben kann ich mich auch immer mal mit Kohle bedienen, wenn ich zum Beispiel die Anlagen hier unten, die wir hier unten aufgebaut haben, wenn wir die jetzt zum Beispiel wieder ein bisschen am Laufen bringen wollen hier. Aber das Forschungslabor läuft sogar noch, sehr interessant. Hier, warte mal, dann mach da mal noch was rein, genau. Und hier können wir auch noch mal was befüllen. Wie lange läuft denn das hier noch? Ah, da, warte mal, dann nehmen wir ihm hier mal... Nee, ihm hier, warte mal. Ihm nehmen wir mal die Hälfte raus und stecken die mal noch ins Forschungslabor, damit das schön weiterlaufen kann, genau. So, und dann schnappe ich mir hier mal wieder ein paar... Oh, Kupfer. Ah, genau, warte, da können wir mal auch noch die Kiste beschränken eigentlich. Nimm mal nur die 80 und lass das hier mal drin, damit sich irgendwann auch mal hier die Kupferplatten auch mal stauen. Das ist eigentlich gar nicht schlecht, weil die brauche ich ja auch irgendwann mal wieder. So, jetzt können wir, jetzt haben wir ja Holz auch, jetzt können wir hier nochmal im Inventar nochmal ein paar von diesen, oh, was ist das? 5 leere Technologiekarten. Ah, die können wir nur in einer Anlage bauen. Okay, ich mache jetzt trotzdem mal die Teile hier noch. Leere Technologiekarten, ah, okay, und da, die brauchen wir dann für die Technologiekarte für Automatisierung. Okay. Alles klar, so läuft das dann also. Na gut, da müssen wir dann mal schauen, dass wir hier nochmal so eine Anlage bauen eigentlich. Eigentlich mehrere. Ah, guck mal, da haben wir sogar schon die Kraftstoffraffinerie erforscht. Nicht schlecht. Und was macht die jetzt? Also die macht Kraftstoff, ist schon klar, aber was genau kann ich mit dem Kraftstoff machen? Gucken wir mal in die Forschung. Genau, dann machen wir mal gleich den Elektrizitätsmotor hier. Das braucht anscheinend jetzt schon die Technologiekarte für Automatisierung. Ja, sieht man hier auch. Okay, dann müssen wir da natürlich erstmal vorlegen. Ja, warte mal, dann macht das mal nochmal aus. Genau, dann machen wir jetzt erstmal eine Verarbeitung für dieses Zeug. Ich räume hier nochmal ein paar Steine aus dem Weg. Ja, und langfristig müssen wir mal schauen, dass wir die Kohlebefeuerung hier unten noch hinkriegen. Also, dass wir das Kohleband noch bis nach unten ziehen hier. So, warte, dann macht da gleich mal jetzt hier... eine Anlage noch hin, weil wir müssen sonst hier unten immer alles manuell befüllen und das ist mega, mega sackig einfach, ja, wenn wir hier alles manuell befüllen. Ja, ich habe wie gesagt mir gedacht, dass wir das Ganze hier an Ostern machen, deswegen nochmal zur Erklärung, weil das eine Osterüberraschung ist, ist das hier kein Livestream. Das heißt, es gibt keine Zuschauer im Live-Chat, die mir einfach mal jetzt hier ein bisschen unter die Arme greifen können und mir einfach mal so ein bisschen helfen dabei, bei dem ganzen Spaß. Deswegen nicht wundern, wenn ich ab und zu keine Ahnung habe und auch einfach keine Tipps lese. Das ist nicht, weil ich euch ignoriere, es ist einfach, weil ich, wenn ich die Kommentare unter YouTube lese, weiß ich erst Bescheid und es geht erst nachdem das Video veröffentlicht wurde, also irgendwann nach Ostern, kann ich dann eure Tipps erst umsetzen. Das ist so ein bisschen der Haken an der ganzen Geschichte, dass wir das so auf diese Art und Weise machen. Jetzt haue ich hier mal kurz nochmal drauf. Ich brauche mal kurz ein bisschen Kohle, damit das hier schon mal anlaufen kann, genau. So, dann reich mir mal hier oben, da ist doch bestimmt, guck mal, da komme ich sogar hin, krass, genau, dann kann ich nämlich hier mal die Hälfte rausnehmen und dann schiebe ich das nämlich mal hier schon mal so alles ein bisschen noch so rein. Nein, doch nicht so, jetzt habe ich dem die Kohle, ja, ist egal,
Hat er sie da gleich mit reingesteckt. Hier, guck mal, dann geben wir dem nämlich auch gleich ein bisschen mehr Kohle noch. Das geht offensichtlich sehr schnell, die Produktion. Ja, die geht sehr schnell. Okay, da müssen wir da auf jeden Fall auch noch einen Arm hinsetzen. Und am besten auch noch eine Kiste. Damit das erstmal schon irgendwo gebunkert wird. So. Ja, jetzt schnappt er sich natürlich erstmal die Kohle. Immer erstmal die Kohlen hier. So, und jetzt haben wir die Möglichkeit, daraus dann... Jetzt muss ich nochmal gucken. In Kombination mit Automatisierungskernen. Die kann ich nicht selber herstellen, oder? Gehe ich da richtig in der Annahme? Doch, die kann ich selber herstellen. Ja, warte, da mache ich jetzt erstmal einen Schwung davon. Weil sonst müssen wir wieder extra eine Produktionsanlage dafür dazwischen stellen. Umweltverschmutzung durch Brennstoff 250%. Naja, da kriege ich bestimmt bald Besuch. Das wird hier nicht so easy, locker, flockig so weitergehen, glaube ich. So, warte, dann macht da gleich mal hier diese Kerne, genau. Das dauert bestimmt mega lange, wa? Oh, was haben wir denn hier? Fahrzeugkraftstoff. Ach, das ist für Fahrzeuge. Ach, das ist Benzin, okay, also zum Rumfahren. Okay, das ist nicht für mein Kraftwerk. Mich schon gewundert. So, na gut, dann, genau. Wenn wir das jetzt haben, die Dinger kann ich ja auch nur in einer Anlage bauen. Da brauchen wir also noch eine Anlage dafür, genau. Dann gehen wir mal jetzt noch runter schnell. Und dann machen wir das mal. Jetzt habe ich ja diese Kerne gebaut. Was war jetzt nochmal die Zutat für diese Kerne? Eisenzahnrad, Kupferplatten, Eisenstangen. Boah, da bräuchten wir noch drei Manufakturen. Nee, eigentlich zwei Manufakturen. Das ist schon ganz schön krass. Nee, ich glaube, das mache ich lieber manuell. Also manuell im Sinne von, dass ich einfach diese verarbeiteten Dinger, die mache ich dann einfach selber und stecke dem das dann einfach rein, glaube ich. Also hier kann er sich ja noch rausnehmen alles. Ja, das war ja... Genau, die kann er sich ja rausnehmen automatisch. Warum läuft da eigentlich gerade nichts? Weil Eisenplatten fehlen. Verdammt. Also muss ich da auch automatisch selber... Ich muss automatisch selber Sachen reinstecken, hervorragend. Was ist das eigentlich für eine Platte? Stahlplatte, oh. Wo habe ich die denn her? Bestimmt aus irgendeinem Wrack. So, genau, dann mach das mal so jetzt, genau. Also da... Braucht auch wieder Kraftstoff. Verdammt. Dann muss ich mal kurz nochmal Kohle holen. Zum Glück habe ich diese Kohleförderung jetzt so aufgebaut. Zum Glück habe ich das gemacht. Stellt euch mal vor, ich hätte das nicht gemacht. Stellt euch mal für einen Moment vor, ich hätte das so nicht gemacht. Da würde ich da kaputt gehen, wenn ich das alles... Es war schon gut, dass ich jetzt mal langsam wieder ein bisschen in Factorio-Logik denke und nicht so von wegen, ja, baba... Hast du nicht gesehen, bla Keks. Ich kann ja einfach das alles in meinem Inventar machen. So, hier genau, steckt das mal gleich rein. So, und jetzt brauchen wir die Dinger hier. Das mache ich ihm rein. Genau, jetzt brauchen wir noch das hier. Jawohl, ja, guck mal. Boah, dauert das lange. Junge, Junge, Junge. Okay, warte kurz. Da kann ich ja in der Zeit nochmal die Dinger machen jetzt. Hier sind ja 30 Kupferplatten noch drinne. Machen wir da schnell mal noch was und dann noch ein bisschen mit Eisen. Warte, komm, ich komme ja bis da oben hin, oder? Ja, guck mal, nice, siehst du? Mit meinen mega langen Mr. Fantastic-Armen hier. Nicht schlecht. Sauber, sauber. Weil dann können wir das nämlich gleich hier nochmal mit reinlegen. Immer schön reinlegen. Nicey, nice. Das können wir auch reinlegen. Guck mal, da noch zwei wären noch fertig. Mal gucken, vielleicht reicht das ja dann sogar. Da sind sogar schon Forschungsdinger fertig. Nice, die schnappe ich mir gleich und stecke sie hier rein. Ins Labor. Und dann kriegen wir vielleicht schon mal den Elektromotor. Und in dem Moment, wo wir dann endlich eine Stromversorgung mit einem Generator, mit einem Kraftwerk haben, in dem Moment wird das alles schon mal wesentlich leichter werden wahrscheinlich. Weil da muss ich nicht ständig immer noch die... Kohle auffüllen und hast du nicht gesehen. Wahrscheinlich werde ich mir das jetzt auch klemmen, nochmal ein extra Kohleband hier runter zu ziehen, weil, ja, das bisschen kann ich auch, ich kann ja hier hochgreifen immer, ne, das ist halt der Vorteil von dieser Mod, dass ich halt Far Reach habe, kann ich halt hochgreifen, wenn hier unten was fehlt, kann ich einfach dann da reingreifen und kann sagen, hier stopp's ihm rein und fertig ist die Wurst. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, jetzt müssen wir mal schauen. Da ist jetzt die Produktion erstmal gecapped jetzt. Hier braucht man noch Platten. Ich stecke dem jetzt mal die ganzen Platten rein, damit der immer schön weiter produziert. Und hier steckt man eben auch noch die Kabel rein, die ich habe. Würde ich sagen, weil das hier dauert auch ja schön lange. Wobei ich jetzt gerade schon am Überlegen bin, ob ich hier die Produktion nochmal hochfahren soll.
Zumindest mal verdoppeln noch. Ist eigentlich keine so schlechte Idee. Wenn wir das mal machen hier. Wenn wir noch ein paar mehr Platten herstellen. Aber da müssen wir mal schauen, wie wir die dann wieder hier hinkriegen. Ohne dass wir 100 Arme brauchen. Warte mal, mach das mal so. Mach das mal anders. Mit dem Förderband, genau. Ja, mit dem Förderband geht das doch, Mensch. So, genau, warte. Damit die nicht. Genau, jetzt habe ich voll die Idee. Damit die nicht ständig. Damit ich nicht ständig das alles manuell befüllen muss, mache ich das jetzt so. Wieder genau wie bei der anderen Anlage. Nur mit dem feinen Unterschied, dass wir hier halt nicht 100 Arme haben. Beziehungsweise, dass wir hier kein Band haben für Kohle, so rum. Sondern, dass wir hier halt einfach das alles so ein bisschen improvisieren müssen. So, warte, gib mir mal hier noch das. Was? Nicht genügend Komponenten? Eisenplatten fehlen. Rauszoomen. Oh, da fehlt auch Treibstoff. Moment. Eisenplatten. Was war denn da denn jetzt? Moment. Treibstoff rein. Ja, da an der Stelle ist leider die Automatisierung auch noch nicht so ganz möglich, weil da muss ich ja dann das Band darüber ziehen mit der Kohle. Oder kann ich nicht auch eigentlich die Kohle mit auf das Eisenplattenband draufpacken und dann nehmen die sich das doch auch runter, oder? Ich glaube, ja, das könnte ich theoretisch auch machen. Brauche ich gar kein extra Kohleband. So, jetzt muss ich mal kurz überlegen. Genau, ich wollte die Dinger hier machen. Mal nochmal rauszoomen und nochmal Kohle schnappen. Stimmt, das kann ich eigentlich auch machen. Aber ja gut, ich kann es auch jetzt einfach mal zwischenzeitlich mal draufpacken. Ich kann es machen, wie ich will. Ich mache einfach, was ich will. Hier machen sie aber, hier geben sie auch schon wieder die Kohle nicht weiter. Warum denn eigentlich nicht? Das verstehe ich gar nicht. Guck mal, die machen das immer untereinander, dass sie sich die Kohle weitergeben. Die Anlagen hier, die Förderanlagen. Warum machen die anderen das denn nicht? Verstehe ich nicht. Da gibt es bestimmt irgendeinen krassen Grund für. 100 Pro gibt es da irgendwie einen ganz genialen, einleuchtenden Grund dafür, warum die das nicht machen. Ich habe schon fast Angst davor, den Grund zu erfahren. So, jetzt schnappt ihr das, genau. Jetzt müssen wir hier unten. Jetzt machen wir das wieder hier mit Armen. Im Moment, jetzt brauche ich nochmal Platten. Ja, der aller Anfang ist halt schwer, ne? So ist das bei Factorio. Und das hier ist ja nicht nur Factorio, ist ja Krastorio, ja. Das ist ja noch mal krasser am Ende des Tages. Machen wir noch Arme hier, genau. Keine Arme, keine Kekse. Wie das halt so ist. Ich frage mich, wofür das hier ist. Dieser Überrest von diesem Käfer. Kann ich mich damit als Käfer verkleiden, damit ich nicht so auffalle in der Käfergemeinschaft? Das wäre lustig. So, jetzt pass mal auf, wenn ich jetzt hier unten Kohle reinstecke, dann verteilen die das doch. Genau, guck mal, dann verteilen die das erstmal auf sich und dann auf die anderen Anlagen. Warum machen die denn das hier nicht untereinander? Das leuchtet mir irgendwie nicht so ein, warum die das nicht untereinander machen. Ich verstehe es nicht. Naja, egal. So ist das eben. Das ist manchmal alles ein bisschen komisch. Vielleicht finde ich den Grund ja noch selber raus. Wie gesagt, eure Tipps erreichen mich halt erst mit einem gewissen zeitlichen Abstand. Deswegen nicht wundern, wenn ich jetzt die nächsten 4 Episoden vielleicht noch doof bin und das nicht weiß, warum das so ist. Und bla und Keks und überhaupt. So, hier macht das mal so, genau. Jetzt brauche ich noch einen Arm, der das dann nochmal weiterreicht. Komm schon, gib mir den Arm. Ich brauche einen helfenden Arm hier. Das dauert auch länger, die Arme zu machen, weil da jetzt noch lauter Komponenten dazugekommen sind irgendwie. Guck mal, genau, nice. So, jetzt müssen wir hier oben natürlich noch einen Arm setzen, der das Ganze hier noch reinfördert. Ich check's nicht, warum die Kohle nicht weitergeben. Muss ich das so machen, wie ich schon gesagt habe, dann muss ich die Kohle mit auf das Band draufgeben wahrscheinlich. Dann fällt mir sonst nichts anderes mehr ein jetzt. Warte mal, dann gib mir mal noch ein bisschen Holz, damit ich noch mal ein bisschen eine Kiste machen kann hier. Dann machen wir halt hier jetzt, pass auf, wir machen jetzt hier eine Kohlekiste. Easy going in the hood. Wo ich dann die Kohle immer reinstecke. Und dann wird die einfach hochtransportiert über einen Arm. Auf das Band mit drauf. Eine andere Möglichkeit fällt mir jetzt nicht ein, um hier schnell Kohle da oben in die Anlage. Und bei der anderen Anlage oben muss ich das eigentlich auch noch machen, damit der Arm ganz hinten am Ende der Liga, damit der da auch noch was bekommt. So, jetzt müssen wir da Kohle reinstecken. Gib mich Kohle. Gib mir mal hier die 56 Stacks, genau.
Ja, da ist nämlich keine Energie am Start hier, siehst du? So, jetzt dort, genau. Jetzt nimmt er sich erstmal was und dann der Rest kommt dann aufs Band, genau. Aber wäre cool, wenn er das eher auf die andere Seite packt und nicht auf dieselbe Seite wie das Eisen. Wie das Kupfer. Warte mal. Da müssen wir das nochmal entfernen. Genau, jetzt gibt es so. Und dann liegt das nämlich auf der anderen Seite. Siehst du? Nice. Und jetzt habe ich hier das Problem, dass ich da jetzt trotzdem Kohle brauche. Wer, jetzt nimmt er sich die nicht. Achso, weil er schon voll ist. Ach Gott, verflucht. Mann, das ist auch alles kompliziert hier. Ja, wie gesagt, ich muss erstmal wieder auf die Standardmechanismen klarkommen bei Factorio auch. Ist alles nicht so ganz so einfach. Aber guck mal, jetzt passiert doch, was passieren soll, oder nicht? Nice. Sehr schön. Jetzt müssen wir nur schauen, dass er vielleicht da noch die Kohle von der anderen Seite noch entfernt irgendwie. Sonst muss ich da nochmal das Band einfach mal löschen irgendwie. Oder das Band einfach ein bisschen weiter nach oben ziehen, damit er immer auch schön genug Zeug kriegt. So, ist hier jetzt denn eigentlich... Ah, guck mal, hier sind 80 Platten fertig. Sehr gut, weil ich muss ja wieder neue Forschungskomponenten herstellen jetzt. So, dann greife ich mal hier nochmal rein. Da kriege ich nämlich dann wieder Platten. Genau, so jetzt muss ich mir hier das wieder rausmopsen und dann die Dinger wieder bauen. Genau, hier diese, die Teile hier. Machen wir jetzt mal schnell. Und das stopfen wir wieder hier rein. Und das stopfen wir auch rein. Jawohl, da mal 20 Dinger. Ja, wir haben gerade mal 10% vom Elektromotor. Ah, Gott. Was war passiert? Asteroid, oh Gott. Überhaupt auch gar keine Vorwarnzeit bei den Asteroiden. Das finde ich auch so ein bisschen krass. Kommt nicht mal eine Warnung oder so, nee. Kannst vergessen. So, das Ding hier braucht auch noch Eisenplatten, genau, damit es da weitergeht. Ach, guck mal, wie viel da schon fertig ist. Warte mal, da können wir mal die Produktion gleich mal beschränken eigentlich. Am besten gleich so. Dann nehmen wir das jetzt einfach da raus und stopfen das jetzt einfach schon mal hier rein. Dann ist das schon mal weg. Aus dem Augen, aus dem Sinn. Genau so, und dann läuft das hier nämlich immer schön durch. Und eigentlich können wir ja das Labor... Das können wir ja eigentlich mal schnell verlegen hier noch, dass das hier oben halt am Start ist. Dann können die sich das immer rausgrabben hier. Das Zeug, wenn das fertig ist. Muss ich das nicht immer reinstecken? Hier, warte, Sekunde. Nee, hä? Herstellen? Achso, nee, so. So. Und dann ein Arm dazwischen. Ein Ärmchen brauchen wir und dann können wir das nämlich vollautomatisch machen. Wie gesagt, mein Ziel ist jetzt erstmal, mich so auf diese Art und Weise durchzutingeltangeln, damit ich dann erstmal die Elektrizität bekomme, den Strom. Das ist mir gerade sehr wichtig. Das ist mir gerade ein Anliegen, ja. Dass wir da hinkommen jetzt. So, da brauchen wir jetzt wieder Kupferplatten. Hier müssten jetzt schon welche fertig sein, genau. So, genau, warte, da können wir mal jetzt hier noch Folgendes tun eigentlich. Warte mal, hier nehme ich mir nochmal das raus. Wir können hier mal noch eine Kiste hinstellen. Und dann noch einen Arm daneben. Denn dann werden da oben nämlich Kupferplatten eingelagert, die ich dann benutzen kann, um daraus diese andere Komponente selber herzustellen. Nicht wahr? Jetzt kriegt der hier keinen. Ja, genau, jetzt muss ich das hier nochmal löschen. Und das hier am besten auch noch. Sonst kriegt der hier nämlich keinen Erz. Das wäre schlecht. Genau. Sehr nice. So, wie sieht es hier unten aus? Da ist die Kohle schon wieder weg. Dann geben wir dem mal da die Kohle rein, genau. Und holen gleich mal oben noch ein bisschen was raus. Sowohl Kohle als auch hier Eisenplatten. Und dann schon mal hier den Prozess nochmal anwerfen. Ja, ich glaube, so passt das. Ich meine, so lange dauert das jetzt irgendwie auch nicht mit dem mit der Elektrizität da, mit der Forschung. Ist so meine normale Durchschnittsforschungsgeschwindigkeit bei Factorio gewesen eigentlich. Das sieht doch schon mal sehr gut aus. Das müsste jetzt eigentlich durchlaufen, bis die Elektrizität erforscht ist. So, da können wir ja schon mal überlegen. Hier waren ja jetzt schon andere Sachen. Wir haben ja jetzt zum Beispiel hier schon den Treibstoff. Kraftstoffraffinerie. So, die braucht ja auch Strom, verbraucht Brennstoff. Produziert Fahrzeugkraftstoff aus brennbarem Material. Ich mach mal eine. Einfach mal schon spaßenshalber. Und hier von den Dingern, befeuerte Maschine. Ja, die befeuerten Maschinen will ich eigentlich gar nicht so großartig ausbauen, muss ich ganz ehrlich sagen. Weil... Können wir noch mal so ein Forschungslabor machen?
Dann können wir ja an sich vielleicht die Forschungsgeschwindigkeit nochmal ein bisschen hochfahren. Wenn wir zwei von diesen Anlagen haben, nicht nur eine. Lass das mal machen. Lass mal noch ein Forschungslabor machen. Dann stecke ich da auch gleich Kohle rein. Nicht wahr? Hier so. Und dann kann man ja hier wieder einen Arm dazwischen setzen. Dann reichen die das doch auch so untereinander weiter, ne? Genau. So war das doch. Genau, die Kohle reichen so weiter. Oder auch nicht. Ne, da braucht man, für Kohle braucht man wieder ein Band, glaube ich. Ne, dann mache ich das einfach manuell schnell. Hier müssten sie nicht. Ach so, die normalen Standardforschungsgedönsis brauchen wir ja auch. Und da brauche ich. Ah ja, da brauche ich Holz, genau. Da brauche ich Draht und Holz. Dann schnapp dir mal die Hälfte von dem Draht. Da mache ich das jetzt auch wieder selber. Ich weiß nicht, Holz kann man, glaube ich, nicht automatisch bekommen. Wäre mir jetzt zumindest neu. Und wenn, dann habe ich die Möglichkeit eh noch nicht erforscht. Müssen wir mal hier ein bisschen periskoparmmäßig mal ein paar Bäume fällen. Und dann machen wir das einfach mal. Produzieren wir das einfach mal. Dauert zwar ein Momentchen, aber so ist das halt. Die roten Dinger wären jetzt immerhin. Warum nimmt der die jetzt hier nicht raus und gibt die weiter? Weil da jetzt schon zwei drin sind, ne? Na egal. Dann gucken wir mal. Gleich ist das fertig hier. Genau, da können wir schon mal die fünf reinstecken. So, und die verteilen sie sich ja jetzt untereinander. Genau. Sehr gut. Immer schön die Forschung am Laufen halten, ist ganz wichtig. Wir haben ja auch hier einen Wettlauf gegen die Zeit. Die hässlichen Biters hier, die komischen Käfer, die sind ja auch irgendwann. Die bauen sich ja auch irgendwann aus. Die erweitern sich ja auch. Die haben das ja bestimmt auch schon gecheckt, dass ich hier Umweltverschmutzung mache und so. Und ich sehe da unten, glaube ich, auch schon ein Loch. Ein Loch. Oh Gott, ich sehe da unten ein Nest auf der Karte, wollte ich sagen. Dann habe ich gesehen, dass da das Loch des Krieges ist oder Nebel des Krieges. Das Loch des Krieges. Und dann habe ich Loch gesagt, weil das Schwarz ist da und dann, ne, egal. Ihr wisst vielleicht, wie und überhaupt und wieso und warum auch nicht. Unglaublich. So, warte, ich mache noch mal ein bisschen Holz jetzt. Gott sei Dank ist hier Holz in dem Biom. Weil das sieht schon so kahl aus, so. Brauchen mehr davon. Toll, jetzt mobst der hier vorne das Labor vorne, oder das Labor hinten mobst jetzt dem Labor vorne ständig die Platinen hier. Oh, da muss man ja richtig krass nachlegen. Unglaublich. Muss ja permanent die Dinger durchproduzieren. Aber so funktioniert das ganz gut erstmal. Oh, ich bin so froh, wenn ich mich nicht mehr um diese ganze Versorgung von den Anlagen so kümmern muss, wenn das alles wieder so automatisiert läuft, wie wir das schon mal hatten bei Factorio, ey. Bin ich so froh, aber ich drei Kreuze im Kalender. Ist ja unglaublich. Muss ja voll betüdeln alles. Sehr nice. So, stopp mal hier gleich die 10 Dinger rein. Genau, dann geht's mal schön weiter. Aber wir haben gleich die Elektrizität. Jawohl, nice. Und da können wir jetzt sagen, hier will ich hin. Zum Dampfmaschinen will ich. Und da brauche ich erstmal hier die Rohre. Und die Rohre sind hoffentlich jetzt nicht so kompliziert. Schauen wir mal. Ah, das geht auch schnell. Guck mal. Boah, wie schnell das geht. Nice. Sauber, sauber. Und jetzt craftet es hier durch, genau. Dann schnappe ich mir jetzt noch mal ein bisschen Holz. Ich glaube, das kriegen wir jetzt noch hin in der Episode, dass wir ein Kraftwerk bekommen. Hoffe ich jetzt einfach mal. Wäre schon irgendwie wünschenswert, wenn wir das schaffen könnten. Mal schauen. Und da muss ich mal schauen, wie ich dann automatisch Holz bekomme. Es muss ja gehen. Das kann ja nicht sein, dass ich mich immer hinstellen muss, um dann Bäume zu fällen, nur damit ich diese Grundlagenforschungsdinger, Basistechnologie machen kann. Schon wieder ein Meteor. Langsam kriege ich ein bisschen Angst. Guck mal, hier haben wir sogar schon Strommasten. Kleiner eiserner Strommast. Kleiner hölzerner Strommast. Nicht schlecht. So, warte, jetzt muss ich gucken. Habe ich das jetzt schon angeworfen? Ja, habe ich schon angeworfen. Dann mal schnell reinstecken hier wieder. Jawohl, ja, nice. Guckt euch das an. Dann läuft das jetzt. Und wir sind schon bei 63%. Grundlagende Flüssigkeitsforschung. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Und dann schnappe ich mir hier gleich nochmal wieder diese meditative Musik hier. Im Hintergrund. Sehr schön. Nein, ich hänge fest. Hier, warte, gib mir das. Gib mir mal, genau, gib mir mal ordentlich Kohle. Und dann gib mir mal hier noch Eisenplatten. Genau, denn die gehen uns nämlich auch gerade schon wieder aus. Und
Wunderbar, meine lieben Freunde, wunderbar. Und da ist es schon gleich durch. Jawohl. So, und jetzt gleich weiter zur Dampfmaschine. Yes, wir haben die Dampfmaschine. Gott sei Dank. Also, gleich haben wir sie. Und dann kriege ich endlich Energie. Dann kriege ich endlich Strom aus Dampf. Das funktioniert doch, oder? Ja. Ich habe nur noch mal geguckt, nicht, dass ich jetzt schon wieder eine nächste Forschung oder so dafür brauche. Schon mal aus Sicherheitsgründen schon mal nachgeguckt. So, warte, dann stopf doch mal gleich hier unten noch mal ein bisschen Kohle nach. Weil das geht hier langsam zur Neige. Und hier können wir mal auch noch mal... Ja, steckt da ruhig auch noch mal 100 rein, damit die schön durchlaufen, die Anlagen. Genau, hier können wir noch mal 50 reinstecken. Hier können wir noch mal 25 reinstecken. Und hier... Ja, genau, warte, dann... Mach hier noch mal 25. Genau, da müsste es eigentlich passen. Die haben auch noch... Die laufen auch noch durch. 17% schon bei der Dampfmaschine. Nice. Der dampft ja auch schon ordentlich. Wie sieht eigentlich die Umweltverschmutzung und so aus? Yo. Ich glaube, ich krieg bald Besuch. Ich sag's euch. Das ist schon ganz schön krass, was wir da schon an Umweltverschmutzung produzieren müssen. Wie gesagt, deswegen will ich möglichst schnell die Dampfmaschine bekommen. Damit wir das zentralisiert produzieren, die Energie, und nicht so hier irgendwie überall einen Verbrennungsmotor am Start haben. Das ist voll uneffizient. Was? Schon wieder ein Asteroid. Hab ein bisschen Angst mit diesen ganzen Asteroiden, ehrlich gesagt. Kann ich eigentlich nochmal Munition herstellen? Nee, was fehlt mir denn dafür? Kohle. Na, warte mal. Dann fahren wir hier noch die Steinchen weg, dann machen wir da mal schnell Muni noch draus. Während ich hier warten muss, dass die Dampfmaschine durch ist, kann ich mal hier die Steine wegmachen. So, dann macht man noch Munition, weil ich glaube, das ist, glaube ich, schon nicht so verkehrt, wenn wir noch ein bisschen ein paar Schüsse machen. Auch dieses Labor, da würde jetzt wahrscheinlich einige sagen, bau doch einfach noch eins. Ja, das könnte man natürlich machen, aber das erhöht wieder die Umweltverschmutzung, ne? Und am Ende des Tages werden wir sie sowieso ersetzen durch Generierungsmöglichkeiten von Forschung, die ohne Kohlestrom, also ohne Kohlegenerator laufen. Guckt euch mal, wie das hier qualmt, ey. Da war die DDR ja umweltfreundlich dagegen, wenn ich mir das hier so angucke. Unglaublich. So, nochmal 5 von den Dingern, rein damit. Genau, das sollte eine Weile vorhalten jetzt auch. Da können wir die Forschung nochmal dann weiterlaufen lassen. Da muss ich nicht immer so drauf achten, während ich dann die Dampfmaschine baue, wenn wir sie dann haben. Dann läuft das einfach im Hintergrund weiter. Sehr nice. Ich will mal kurz schauen, ob ich sehen kann, wie weit die Käfer sich schon ausgebreitet haben. Also, man sieht ja da unten schon das eine Nest. Ich will mal schauen, ob ich Kontakt aufnehmen kann. Guck mal, hier ist auch eine krasse Wüste jetzt am Start. Da ist anscheinend so eine Seite. Wow! Oh nein! Da schießt du auf die Bugs und nicht auf den Felsen. Okay, das sind nur die ganz kleinen erstmal, Gott sei Dank. Also es hat sich schon gelohnt, die Munition zu machen, definitiv. Hoi. Zurückfallen lassen. Ja, hat sich definitiv gelohnt, die Munition zu machen. Weil die immer noch gar nicht gecraftet wurde durch die Forschung, die immer noch eingereiht ist, lol. Habe ich jetzt auf mich aufmerksam gemacht eigentlich? Kommen die jetzt regelmäßig vorbei? Von da unten? Wie die mich auch gleich überfallen, wenn sie mich sehen. Ist ja unglaublich. Aber ich habe überlebt, ich habe überlebt. Das muss man jetzt mal sagen. Erste Begegnung mit den Käfern überlebt, ist schon mal nicht schlecht. Für so einen Napp. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, 82% Dampfmaschine. Müssen wir Dampf machen jetzt hier. Ich bin dann auch mal gespannt, ob man die Dinger hier wieder in Betrieb nehmen kann, wenn man da Strom dran macht. Das wäre irgendwie mal spannend. Im wahrsten Sinne. Ich reiß mal hier noch ein paar Weltraum-Raumschiff-Komponenten noch weg. Dann kriege ich noch mal ein paar Bauteile. Während wir warten, können wir das mal machen. Zacke die Bab, genau. Guck mal, kriegen wir schön Zeug. So, und dann ist hier auch wieder mehr Platz zum Bauen auch. Das hier können wir auch noch wegmachen. Genau, Eisenplatten. Was, 155? Hab ich gerade richtig gesehen. 3% noch. Elektronischer Schaltkreis. Jawohl, nice. Sowas brauchen wir. Und, jawohl, die Dampfmaschine ist erforscht. Was haben wir hier? Kohleverflüssigung. Was, Kernenergie? Jetzt schon? Aber da brauchen wir nochmal neue Forschung. Okay, das entfällt also.
Dann müssen wir mal jetzt schauen, was macht denn noch Sinn oder was ist denn sinnvoll? Hier, wie sieht es denn aus mit Stahlverarbeitung? Guck mal, das können wir mal gleich auch noch machen. Da können wir nämlich hier gleich direkt dann weitermachen. Oder was führt mich denn zur grünen Forschung? Genau, guck mal. Das hier machen wir mal noch mit dem Mikrochip. Warum geht das nicht? Technologievoraussetzung ist noch nicht erforscht. Ach so. Ja, Automatisierung. Genau, unbedingt. Auf jeden. Das ist viel wichtiger. Dann können wir nämlich, ne, das sind ja dann die Anlagen, die Strom verbrauchen und nicht mit Kohle befeuert werden müssen. So, jetzt, da. Ich möchte bauen eine Dampfmaschine. Da ist die Dampfmaschine. Machen wir mal gleich zwei. Und dann noch einen Heizkessel. Machen wir mal auch gleich zwei. Und dann eine befeuerter Turbinengenerator. Machen wir auch gleich zwei. Oh, eine Windturbine. Machen wir da mal gleich drei, wa? Nicht schlecht. Drei Windturbinen ist vielleicht umweltschonender als Dampf, aber bestimmt nicht besonders ausbeuteintensiv. Und ich stelle jetzt die Frage, ist das konstant oder schwankt das? Erzeugt eine kleine Menge Energie aus Wind. Aber immerhin schon erneuerbare Energien am Start, ja? Ah ja, da braucht man ja noch die Gewässerpumpe, ne? Und Rohre brauchen wir auch. Aber die haben wir ja schon erforscht. Warte, wo sind die? Da, genau. Machen wir mal gleich richtig reinklotzen hier gleich. Nice. Und die Automatisierungsforschung ist schon bei 13%. Das ist auch gut. Dann lass mal hier gleich nochmal hier die noch reinstecken. Dann hoffe ich mal, dass das jetzt reicht, was ich hier an Forschung habe, damit das mit der Automatisierung noch durchläuft. So, jetzt muss er da noch craften. Er macht gerade die Windräder, warte mal. Jo, wir haben Windräder. Guckt euch das mal an. Aber bringt mir das jetzt eigentlich schon was? Jetzt läuft ja hier alles noch auf Kohlestrom. Ich baue das Ding einfach mal. Warte mal. Hier die Gebäude hier, die sind ja ohne Strom. Ich will mal kurz da die Windturbine hinstellen. Ich kann die ja wieder da wegmachen später. Die verbindet sich auch überhaupt nicht mit dem Stromnetz. Oder muss ich da noch irgendwas machen? Warte mal, ich probiere es mal hier mit den Kabeln vielleicht. Vielleicht kann ich das mit diesen Masten da nicht verbinden. Verbraucht Strom. Okay, interessant. Verbraucht 0 Watt. Ah, okay, nee, warte mal. Es läuft ja jetzt hier. Sehe ich gerade. Es läuft ja jetzt. Dann kann ich hier jetzt einen Produktionsauftrag einreihen, wa? Das ist jetzt quasi so eine Art Verarbeitungsanlage da. Warte mal. Hat das jetzt mit den großen Masten nicht geklappt? Oder habe ich mich jetzt einfach nur verguckt? Ah, nee, okay, das klappt. Guck mal, jetzt haben wir hier den Kern auch mit angeschlossen. Automatisierung. Das ist Forschung hier, ne? Mangel an Wissenschaftspaketen. Wenn ich dem jetzt Wissenschaftspakete reinknalle, dann forscht er hier beim gewissen Teil noch mit. Aber das bringt nur am Anfang was. Da hätte ich dieses Labor wahrscheinlich gar nicht bauen brauchen, wa? Aber der kann also nur die einfachste Stufe forschen hier. Kann ich das dann nicht auch einfach abreißen, theoretisch? Brauche ich ja dann eigentlich gar nicht. Jetzt habe ich das auch endlich verstanden. Dann ist das Ding hier völlig überflüssig. Jawohl, guck mal, da haben wir nämlich ein Sentinel gekriegt. Was auch immer das ist. Sentinel klingt wie ein Autoturret, wa? Das sind hier die Dinger, genau. Allein dafür brauchen wir ja auch Strom, ne? Warte mal, genau. Dann können wir doch mal hier schon so eine kleine Verteidigung aufbauen. Mit Hilfe des Windrads. Hier, wenn wir hier das Windrad hinstellen. So, und dann stellen wir da jetzt Mast daneben in Elon. Und dann stellen wir da mal so ein Sentinel auf. Wenig Strom. Bewacht eine kleine Fläche. Welche Fläche bewacht er denn? Okay, der hat nur die Hälfte von dem Strom, die er braucht. Dann baut doch einfach mal hier schnell mal ein paar mehr Windräder auf. Und verbinde die mal untereinander. Und dann hat der Sentinel doch gleich den Strom, den er braucht. Und dann können wir die ja hier gleich mal noch ein bisschen verteilen, nicht wahr? Und dann haben wir doch schon mal so eine kleine, aber feine Grundverteidigung am Start hier. Ein bisschen wenig Strom noch. Kann ich noch mal ein Windrad bauen? Eins kann ich noch machen. Vielleicht reicht das dann. Und dann brauchen wir die Dampfmaschinen noch. Also wir sehen schon, wenn wir Windräder benutzen wollen, dann brauchen wir mega viele. Also nicht mal für die drei Turrets reicht das mit vier Windrädern. Das ist schon eine ganz schöne Ansage, wenn ich das mal sage. Kann ich die eigentlich enger zusammenbauen? Oder haben die dann einen Malus? Keine Energie. Leistungsabgabe 20 Kilowatt. Nee, scheint keinen Malus zu geben, wenn ich das jetzt richtig sehe, oder?
Aber die produziert hier irgendwie nichts. Warte mal, muss die frei stehen, zufällig? Also da steht irgendwie unten, die Leiste unten ist halt blass, ne? Da ist halt, hier ist die Leiste gelb und hier ist, das ist irgendwie strange. Warte mal, ich mache vielleicht ein bisschen mehr Platz zwischen den Anlagen noch. Vielleicht ist es dann richtig. Erzeugt keine Energie. Ach so, weil nicht genug verbraucht wird? Nee. Also irgendwie checke ich das gerade nicht so ganz. Da steht keine Energie. Die anderen laufen alle. Nur das Ding funktioniert irgendwie nicht. Nicht so richtig. Ralle ich nicht. Keine Ahnung. Vielleicht ist es auch eine falsche Anzeige. Keine Ahnung. So. Jetzt wollte ich ja die Dampfmaschine noch aufbauen. So, da müssen wir eine Gewässerpumpe natürlich installieren. Machen wir das mal hier drüben. Hier ist so ein bisschen mehr Platz dafür. Genau, mach das mal hier hin. Ah ja, die braucht auch Strom. Okay, da braucht man dann auch nochmal ein Windrad, damit wir da mit dem Windrad vielleicht dann die Gewässerpumpe erstmal antreiben. Da muss ich mal schauen. Okay, Zahnrad. Ja, Eisenplatten braucht man. Oh, da ist offensichtlich nicht genug Treibstoff am Start, aber wir haben erstmal genug Platten hier. So, Eisenplatten, genau. Machen wir mal ein Windrad für die Pumpe. So, jetzt wollte ich nochmal gucken. Wie viel Forschung ist denn eigentlich noch übrig jetzt? Ja, noch genug. Ich hoffe mal, es ist genug, dass wir die Automatisierung noch bekommen, wie gesagt. Müssen wir mal jetzt gleich schauen. So, wo sind die Rohre? Da sind die Rohre. So, wie war denn das jetzt nochmal mit den Dampfturbinen? Da geht es schon wieder das nächste Ding los. Ich glaube, wir brauchen erstmal einen Heizkessel, wenn mich nicht alles täuscht. Genau. So, und dann... Warte, die muss man so in Reihe schalten, ne? Irgendwie so. Irgendwie so ähnlich war das. So, und dann geht das nämlich so, 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 so. Und dann brauchen die Kohle, ne? Genau, dann brauchen die Kohle. Die Kohle hole ich mir mal wieder von oben. Dann setzen wir die da mal ein. Da braucht man dann auch Förderbänder, ne? Dass das hier unten auch hinkommt, die Kohle, wo es gebraucht wird. Jetzt mache ich das erstmal provisorisch, wie man so schön sagt. So, und da wird dann Dampf produziert. Genau, und der Dampf geht dann in die Turbine. Und es war irgendwie eine Dampfturbine pro Kessel war es irgendwie, ne? Irgendwie so ähnlich. Irgendwie so ähnlich war das. So, und da jetzt natürlich noch kein Strom da ist, müssen wir jetzt hier das Windrad nehmen. Jawohl, und da läuft das. Wir kriegen Stromo, meine lieben Freunde. Stromo. Sauber, sauber. Ist zwar kein sauberer Strom, aber es ist Strom. Strom ist Strom. So, und jetzt fehlen uns natürlich noch die Gebäude, die den Strom auch nutzen können. Am Ende des Tages. Und da müssen wir mal schauen jetzt. Das ist bei Automatisierung dann drin. Das heißt, jetzt läuft alles noch momentan so ein bisschen auf Kohlestrom. Basis. Also Kohle, einfach nur Allgemeinkohle natürlich, ohne Strom. Verbrennung, einfach Verbrennungsbasis, so. Individuelle Verbrennung. Sehr ineffizient. Hier, steckt das mal hier noch rein, genau. Ich mach mal nochmal diese Forschungsdinger jetzt. Nochmal ein bisschen Holz hacken. Diese Entfernung vom Wald führt ja auch zu mehr Umweltverschmutzung, ne, am Ende des Tages. Also Umweltzerstörung. Das ist auch gar nicht so gut, wenn ich das mache. Aber ich kann ja nicht anders. Ich muss das ja so machen. Ich habe ja keine Wahl. Oh, haben die hier keinen... Denen fehlt jetzt irgendwie diese rote Forschung hier. Kommen da auch genug Komponenten nach? Nee, kommen eben nicht. Gut, dass ich es gesehen habe. Gut, dass ich das gerade noch gesehen habe. Sonst wird nämlich hier unsere Forschung stillstehen. Das wollen wir ja nicht. Wir wollen ja durchforschen. Schön durchforschen. Aber es scheint jetzt wirklich hier an der Produktion zu hängen. Momentan. Die geht nicht schnell genug. Damit zwei Labore versorgt werden. Das ist natürlich ärgerlich. Aber so ist das halt. So, hier geht es natürlich jetzt auch nicht wirklich weiter. Weil jetzt ja momentan... Ja, noch kein... Strom verbraucht wird, ne? Leistungsabgabe 0, genau. Es wird ja nichts verbraucht, dann kommt auch nichts bei raus. Ja, müssen wir mal schauen. Jetzt ist ja gleich die Automatisierung erforscht.
Ich glaube, ich lasse das einfach mal durchlaufen, wie ich das immer so mache. Hier ist jetzt gar nichts mehr am Laufen. Ah ja, weil die Dinger fehlen. Können wir gleich mal reinstecken. Und ja, dann schauen wir mal, wie weit wir hier dann jetzt demnächst noch kommen. Ob denn noch weitere Angriffe von den Bugs kommen. Auch größere Angriffe. Momentan kann ich sie ja noch ganz gut mit meiner Pistole abwehren. Mal schauen, wie lange das so bleibt. Bin ich mal gespannt. Und an der Stelle ist diese Folge Factorio auch wieder zu Ende. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Schaut auch gerne mal in die anderen Videos rein, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder kauft auch gerne Spiele mit meinem Creator-Tag Spielbär mit AE im Epic Launcher. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis. Und das würde mich sehr freuen, wenn ihr das tun würdet. Und ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Wenn ihr es noch nicht getan haben solltet, könnt ihr auch gerne den Kanal abonnieren und die Benachrichtigungen aktivieren, damit ihr kein Video mehr verpasst. Denn es kommen täglich Videos, nicht nur zu Factorio, sondern auch zu anderen coolen Spielen. Und dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und sage bis zum nächsten Mal. Bis dann, ciao, ciao!